Zeigst du mir, was in deiner Männerhandtasche ist? Ja, sehr. Das Roastbeef. Schönes Andrika. Das Salz. Und dann haben wir noch einen Fleck. Schön. Ja, ist super. Ja. Aber du brauchst jetzt ja auch nicht so eine hohe Temperatur. Nee, also ich hab's jetzt, wie gesagt, 150 Grad ungefähr war es ja jetzt. Da habe ich wirklich mehr oder weniger die Temperatur geholt des Fleisches und da habe ich es nachher jetzt nochmal auf die Seite, auf die Searing Zone gepackt. Mina? Ja? Ich würde mich aber eilen, ne? Es ist ein sehr dunkler, relativ kalter, nasser Sonntag. Ich hänge hier alleine im Gym rum. Es ist leise, weil die Sonos-Boxen sich nicht mit dem System verbinden wollten. Wir hatten schon Steak und wie bereits zu sehen, habe ich das Snatchen, das Reißen in den Stand und aus dem Hang, damit ich nicht ganz so viel Lärm mache, schon hinter mir. Hoffe, dass sich jetzt die Sonos-Boxen verbinden und dann geht es direkt rein. Jetzt erstmal Mucke knallen.
umsetzen, fertig. Wieder eine vom Boden, zwei aus dem Hang, einfach. Trotz der neuen Eleiko-Plattform gibt es immer noch Erschütterungen. Über mir ist eine Künstlerin. Dann versuche ich mal so ein bisschen abzusprechen. Hey, ich mache jetzt eine Stunde und versuche trotzdem so wenig wie möglich fallen zu lassen. Dann danach Kniebeuge 3x3 oder 4x3 von 185 in 5 Kilo gesteigert bis 200. Die App, mit der ich aktuell tracke, Enode, dazu werde ich ein paar mehr Videos machen, wie man danach sein Krafttraining eigentlich gestalten kann. Gerade wenn ich die Möglichkeit habe, mit anderen Profi-Athleten vielleicht auch sowas mal zusammen zu benutzen, damit die das merken. Hat mir sehr gutes Feedback gegeben. Ich war immer bei 0,8 Meter pro Sekunde Spitzengeschwindigkeit in der Kniebeuge. So 0,8 bis 1 Meter pro Sekunde ist so der beste Weg, um stärker zu werden. Jetzt mache ich noch ein bisschen Strict Press, die Übung, in der ich mit Abstand am schlechtesten bin. Bisschen Back Extensions und dann geht es zurück an Schreibtisch. Diese Social Media Sachen hier machen. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein richtig, richtig geiles Wochenende. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr trainiert habt letzte Woche oder natürlich, was ihr jetzt in der nächsten Woche trainiert. Und ich hoffe, wir sehen uns hierbei wieder zu einem weiteren Video auf dem Kanal.